Ich dachte schon, man könnte... Ah, okay. Und zwar... Was ist das? Warum ist da... Dann fällt das nämlich genau da drauf. Und da fällt auch noch einer raus. Okay. Wir müssen irgendwas betätigen, damit wir wissen, wie diese Steine runterfallen. Alles klar, Steine fallen runter. Die Frage ist jetzt nur, muss ich da jetzt wieder zurück? Ich hab doch Sand aufgehoben. Was ist das für ein Fake, Mann? Kam da ein Monster? Warum? 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 Das verstehe ich nicht. Scheibenkleister. Ich könnte noch mal nach hinten gehen. Ah, scheiße. Ich habe gar nicht, bin gar nicht gesprungen. Egal. Nochmal. Noch einmal. Noch einmal. Ohne ruckeln. Ohne ruckeln. Ohne ruckeln. Ohne ruckeln. Ohne ruckeln. Es hat gerade geruckelt. Ihr habt's gesehen. Scheiße. So, ohne ruckeln. Ohne ruckeln. Ohne ruckeln. Der Tod ist mein bester Freund. Und das Wiederbeleben mein zweitbester Freund. So. Jetzt brauchen wir viel Elan. Chakalaka, chakalaka. Oh oh. Die Festplatte ist überfordert. Und der letzte. Ah, der vorletzte. Scheiße. Eins, zwei. Boah, ist das weit. Boah, ist das weit. Alright, jetzt schauen wir mal, wo es weitergeht. Wir müssen doch irgendwo hier noch einen... Ah, Insert habe ich. Ich habe es mir schon fast gedacht. Das sind Creeper. Was passiert, wenn ich so mache? Nichts. Auch nichts. Auch nichts. Drei Creeper, das ist doch mal ein Fight wert. Und was muss ich machen? Bombe. Okay, da passiert auch nichts. Mann. Oh, interessant. Die Tür ist offen. Das heißt, wir müssen wieder zurücklaufen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt... mit den Creepern... spielen darf. Was für ein Dreckspiel. Okay, Number One. Und Nummer Zwei. Puh, die haben nichts fallen gelassen. Ist da was in ihrem kleinen Kämmerchen? Nö. Gut, nicht so schlimm. Hier ist auch nichts drin. Und jetzt wieder zurück. Ist ja schön. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier die Reise nach Jerusalem spielen. Und wieder über den ganzen Schmarrn. Warum drücke ich denn immer auf E und auf mein Inventar? So, ich will meinen Fallschirm rausholen. Ach, Fabi. Konzentration, Digga. Ah, das ist, weil ich heute keinen Tee am Start habe. Kein Tee heißt Game Over. Game Over. Ah, ich habe wieder nicht gedrückt. Enttäuscht, Fabi, enttäuscht. So. Das ist zu hoch, Mann. Ich habe keinen Bock, drauf zu gehen. Wenn wir wissen, wo der Weg einfacher geht. Okay. 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 Okay, das ist eigentlich mal ein Jump. Jetzt kommt wieder ein Skelett. Hier. Eins, zwei, drei, vier. Und da ist unsere offene Türe. Die wir gleich durchgehen werden. Tada, und die Monster sind wieder am Kommen. Das ist ja langweilig. Vom Weiten weg. Boah. Aber das war noch nicht alles. Die Skelette kommen jetzt und wir müssen kämpfen. Ja, sag ich doch. Von oben. Das gefällt mir.
Das gefällt mir jetzt nicht. Warum sieht das so aus? Okay. Diese kleinen Fledermäuse! Okay. Ich fighte hier einfach. Jump hier durch die Gegend. Scheiß auf das Licht. Und die ist am Sterben gewesen. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, ich bin durch. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Ah, ich hätte mir nicht lang genug Zeit nehmen können. Weil sonst wäre alles zugewiesen. Also, was ist gerade nochmal passiert? Interessant. Ach, der eine Eingang hier. Der war doch hier, genau, wo ich nicht drüber springen konnte. Jetzt kann ich drüber springen. Mit dem ganzen Sand. Und hier auch. Wunderbar. Und der Fight. Ah, die Fledermäuse. Die sind ja voll langweilig. Die machen keinen... Ah, da ist ja noch so eine kleine. Und warum? Was ist denn das? Was ist, wenn ich so mache? Okay, erstmal den hier sichern. Ja, 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 komm. Aha. Jetzt komme ich da hoch. Ah, ich muss auf jeden Fall einmal drauf sein. Das ist ja mal eine krasse Scheiße. Ja, okay, ich muss eigentlich nicht laufen. Ich muss nur hüpfen. Nee, ich muss auch laufen. Gut. Ah, okay. Da brauchen wir ein bisschen Übung. Ah, okay, aber das ist auf jeden Fall machbar. Nur, wir brauchen ein bisschen mehr... Ja, ein bisschen bessere Reaktion, Fabi. Wie wär's damit? Oh Mann, was für ein langsamer Mensch. Ich glaube, wir müssen uns Tee machen. Ich glaube, das reicht nur auf den ersten. Und dann 2, 2, 2. Ah, okay. Ich dachte schon, wir müssen das alles so schnell durchjumpen. Aber jetzt komme ich nicht mal mehr auf den ersten drauf. Okay. Gecheckt. Ich habe die Lage gecheckt und jetzt machen wir es auf der anderen Seite, damit wir ein bisschen Abwechslung reinbekommen in die ganze Geschichte. So. 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 Scheiße. Scheiße. Ich war fast drüber. So. So. Bin ich blöd. Scheiße. Alright, noch einmal. Wir lassen uns nicht stören. Wir lassen uns nicht stören. Wir lassen uns nicht stören. Bei diesem 827. Versuch. 828. Enttäuscht, Fabi. Wir sind so enttäuscht von dir. Wir dachten, du wärst ein großer Krieger. Aber wir haben uns in dir nicht enttäuscht. Getäuscht. So. Was ist da drin? Bomben kann man nie genug haben. Jetzt geht's hier los. Hier geht's voll ab, hier geht's voll ab. Das ist Happy Hour. Alle Monster am Start. Und ich würde sagen, ein bisschen Deckung und den letzten nehmen wir auch noch dran. Wenn es der letzte wäre. Nein, da gibt's noch einen. Der ist nämlich hier versteckt. Erwischt. Und da ist noch ein Cherubin. Boah, das war ja mal ein Fail. Die sind einfach gekommen. Da oben war ein Rubin. Takalaka und noch ein Skeleton. Ja, und noch eins. Vier. Und tot. Türe offen. Ich hau hier ab. Das ist mir zu gruselig. Oh, mystisches Feuer. Der Boss-Key. Der Endboss kommt. Jetzt laufen wir zurück und machen uns den Boss kalt. Der Boss ist kalt. Der Boss ist kalt. Chakalaka, wir lassen uns auf nichts aufhalten. Von niemanden, für niemanden. Und so, wir laufen auch gleich wieder hier durch. Und hier ist natürlich dieser perfekte Vorführeffekt. Jetzt hat es funktioniert, weil wir wieder ein bisschen Erfolg hatten. Und dann steigert das Selbstbewusstsein und wir werden nicht mehr so eingeschüchtert. So, der Boss-Key, die Boss-Tür. Tada!
bis der Endboss kommt. Jetzt kommt der S-Bond. Oh, das ist ein Spinnen. Scheiß. Fail. Zwei Türen. Türen hinter mir zu. Der Endboss kommt und ich denke mir sogar fast, das könnte... What the fuck? Eins. Wir brauchen hier eine Uzi bei Minecraft. Eine schöne AK-47. Eins, zwei, drei, vier. Okay, und wenn ich eines Tages einen Pfeil und einen Bogen habe, beziehungsweise einen Bogen, weil Pfeile habe ich ja genug. Oh nein! Ja, ja, ist gut. Oh, und der schießt mich immer ab, Mann. Er ist gut. Er ist gut. Da-dam. 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 Hier ist so viel los. Action pur. Action des Grauens. Hier geht's voll ab. Hier geht's voll ab. Hier geht's voll ab. Action des Grauens. Da ist doch noch ein Skelett gewesen. Wo ist das Skelett? Komm her. Komm her. Überraschung. Ein Geist? What the fuck? Oh. Okay, okay, okay. Nein! Was ist los mit diesen Fledermäusen? Okay, jetzt können wir auf jeden Fall uns auf diesen kleinen hier konzentrieren. Puff. Nochmal, schieß! Schieß zu mir, Bruder. Oh. Hätte ich nur einen Pfeil umbogen. Oh, jetzt. Komm her. Komm her. Komm her. Yeah. Der Endboss kann kommen. Dungeon 4 ist done. Kein Problem. Wenn ihr wollt, kann ich euch nochmal zeigen in Slow Motion. Was haben wir denn da Schönes eingesammelt? Magic Powder? Noch mehr einfach nur davon. Gut. Jetzt haben wir so einen roten Bobble. Ein Pendant of Wisdom. Es ist so goldig und in die neue Welt, in die liebe Welt mit der schönen Musik. Und ich würde sagen, wir sind jetzt wo? Wo sind wir denn? Hä? Wir wollten doch gar nicht dahin. Wir sind immer noch hier drin. Ach du Scheiße, wir sind immer noch da drin. Hier ist Bedrock. Nee, hier Obsid. Okay, hier ist. Wir sind immer noch da drin. Okay, wir gehen trotzdem raus, glaube ich, oder? Ah ja, wenn wir hier schon raus können. Wir haben es geschafft. Dungeon 4 ist fertig. Jetzt geht's wieder raus in die spanische Natur. Hier ist eine Höhle. Zum alten Mann vielleicht. Oder auch nicht. Warning, there are creepers in the area. Hello, creepers. Hello, creepers. Ja, wo sind denn die goldigen Creeper? Ja, wo sind sie denn?